Ja, ich moderiere bitte. Dame hat sich als Erste gemeldet, glaube ich. Ich möchte zu dem allerletzten Statement von Ihnen, was durch Gewalt durchgesetzt wird, wird durch Gewalt beseitigt werden, nachfragen, ob Sie so wie ich im Kopf haben, dass es ja auch nicht nur psychische, sondern auch manipulative Gewalt gibt, wenn wir jetzt an unsere heutige westliche Welt denken. Nicht? Wir haben ja eine neue Religion, die Wirtschaft. Nicht? Und da wird sehr viel Gewalt angewendet, das ist aber ganz für die meisten Menschen nicht sehr auffällig. Und ich, da fürchte ich mich auch ein bisschen, dass auch das gegen Gewalt auslösen wird. Ich glaube, Sie haben recht. Sie haben recht und ich kriege das täglich bestätigt durch den verzweifelten Flüchtlinge, der eine hat in Budusa überlebt und verloren den Rest der Familie. Ich finde, das ist das, wo wir als Analytiker Martin Buber kritisieren. Ich glaube an die Destruktivität des Menschen. Ja, ich glaube, dass die Menschen nicht nur konstruktiv sind, sondern sie haben ganz destruktive Elemente, die merkwürdigerweise immer wieder gewinnen. Die Kriege, schauen Sie, Europa geht es eigentlich gut. Europa kann helfen. Nein, ich sage jetzt, erlauben Sie mir, verglichen mit Angola oder mit der Elfenbeinküste oder Jordanien, es geht Ihnen doch gut, geben Sie doch das zu, das ist wichtig. Aber plötzlich haben diese Wohlhabenden keine Möglichkeit, Flüchtlinge, die verhungert, nach Europa kommen, Leute, die alles verloren haben, so können sie nicht mehr helfen. Und da brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass irgendwann diese Leute zu Gewalttätigen werden. Und ich weiß, wovon ich rede. Und ich weiß, dass wir in Freiburg zum Beispiel eine Gruppe von Kinder ohne Begleitung haben, die aus Langeweile gewalttätig geworden sind, Geschäfte überfallen und plötzlich heißt das, na, wir wussten, dass diese Leute werden uns und unsere Gesellschaft zerstören. Gewalt ist schrecklich. Gewalt, wenn wir nicht aufpassen, ist ein Krebs, der uns seelisch und körperlich auffressen wird. Dankeschön. Wollten Sie, Frau Dr. Gradl, was sagen? Ich würde sehr gerne antworten. Ich wüsste auch genau was. Aber ich glaube, es nimmt zu viel Zeit von unserem knappen Rahmen. Also vielleicht kommen wir morgen mal so zum Reden. Morgen haben wir nicht mehr Zeit, aber sagen Sie es besser jetzt. Ja, sehr. Ich denke, es hat mit Yerida zu tun, mit dieser untersten, auf Ihrem Plakat, die unterste Position, an deren Werden wir arbeiten sollten und allmählich in die Lage kommen, darum wenigstens zu wissen. Und dadurch ändern sich die Bedingungen. Aber ich kann Ihnen nicht versprechen, dass es gelingt. Wissen Sie, es ist erstaunlich, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie viele Menschen sind ums Leben gekommen? 50 Millionen. Wissen Sie, was 50 Millionen ist? Frankreich heute. Und trotzdem finden Sie immer wieder Gruppen, die bereit sind, Gewalt gegen anderen auszuüben, zu verjagen, auch zu töten. Wir wissen, in Deutschland wurden 9 Ausländer, Griechen und Türken, umgebracht. Ihre Schuld war, dass sie nicht Deutsche sind. Ich hoffe, dass Sie recht haben, aber ich bin so skeptisch. Ich bin so skeptisch gegen die Fähigkeit von Menschen, friedlich zu leben. Aber es bedeutet nicht, dass wir eben aufgeben, dass wir resignieren und diese Leute ein Feld freilassen, wo wir auch wirken können. Und das ist meine Kritik an die Psychoanalyse. Wir schlafen. Die Psychoanalyse muss einfach gegen Strom schwimmen. Wir teufeln solche Art von Diskriminierung auf keinen Fall akzeptieren und nicht immer wieder hinter dem Couch versuchen, etwas zu deuten, das so überflüssig ist und jeder Patient weiß es besser als wir. Nein, das ist eine Verantwortung.
eine Verantwortung, die wir uns nicht scheuen dürfen. Egal wo Ungerechtigkeit ist, muss unsere Stimme dort laut werden. Da bin ich sehr einverstanden damit, aber ich halte es mit dem Vater Abraham, der an den Sternenhimmel glaubte, so wie es ihm gesagt war. Wir haben jetzt im Publikum 3 Fragen, 4 Fragen, 5, ich würde sagen 6. Okay, ich glaube, dann schauen wir auf die Uhr. Bitte, Herr Kulisch. Ich komme mir vor, wie in einem Boot, wo heute, also zwischen Form und Inhalt des heutigen Tages, das ist wirklich eine Mittelmeerfrage. Und ich habe den Eindruck, zeitgemäß an diese Dinge heranzugehen, das braucht mehr Zeit. Und das braucht, und das ist vor allem zum Schluss jetzt deutlich geworden, dass eigentlich ein Kreis da sein müsste, wo etwas entsteht, ein Gebilde zwischen den Menschen. Und heute ist es so, in der Ernsthaftigkeit der Sache, ein nicht passendes Bild, das ist so wie lauter Brühwürfel, aber die Suppe ist etwas anderes. Und es müsste sozusagen, wie sagt man, ein Mahl entstehen. Und das könnte vielleicht, das ist jetzt ein Tag zu früh gesagt, aber ich sehe, die Form ist schon vorgearbeitet für morgen. Es müsste eigentlich etwas sein, nachhaltig. Wie müsste jetzt diese Tagung weiter lebendig gehalten werden in diesem Haus der Industrie, in diesem Industrieviertel? Da müssten nochmal Menschen zusammenkommen, dass man auch ausatmen kann. Also das ist mein Wunsch. Ich bin einverstanden, aber wissen Sie, es ist immer wieder die Frage, wir müssen weitermachen, wir dürfen nicht aufgeben. Ich finde, das, was Frau Schacke und ihre Mannschaft gemacht hat, ist bewundernswert. Ich finde, es ist eine großartige Leistung, dass in einem Land, in dem manches nicht ganz in Ordnung ist, stehen junge Damen und junge Herren und schreien, wir wollen Frieden, wir wollen Gleichberechtigung, wir wollen Menschenwürde. Das ist natürlich ein Angebot. Das ist ein Angebot, aber kein Boot. Das ist ein Angebot an allen. Wer daran glaubt, soll mitmachen. Aber es ist komisch, dass die Leute, die sich für solche Phänomene interessieren, sind nicht viel. Das, was mich immer wieder erschreckt. Und ich hoffe, dass Sie weitermachen. Ich bin entschlossen, bis Ende meines Lebens für Frieden, für Menschenwürde, für Gerechtigkeit, weil ich Opfer dieser Benachteiligung und Opfer der Unterdrückung war und will ich das nicht mehr. Weder für mich noch für meine Kinder. Ich bin nicht bereit, nirgends auf der Welt als zweiter Mensch als ein Mensch zweiter Klasse zu leben, und ich bin sicher, dass das möglich, dass Gerechtigkeit und Gleichberechtigung möglich ist. Gut, Sie wollen schon. Ja. Eine kleine Ergänzung dazu: Wenn Sie den Literaturmarkt der Psychoanalyse sich anschauen, dann werden Sie merken, dass es wunderbare Kasuistiken gibt. Es gibt tiefgründige theoretische Erörterungen, zum Beispiel über das Prinzip der Destruktivität, Thanatos und den Todestrieb. Aber es gibt unter den Psychoanalytikern wenig Neigung, sich praktisch gegen die Folgen des Todestriebs zu wenden, ja, gegen die praktischen Folgen der Destruktivität. Das drückt sich auch literarisch aus. Auch die Psychoanalytiker verstecken sich gerne hinter Erörterungen, die mit ihrer unmittelbaren praktischen Tätigkeiten zu tun haben. Die denken nicht politisch. Wenn nochmal jemand die große Begabung hätte, so etwas zu verfassen wie das Unbehagen in der Kultur, ja, so eine Bestandsaufnahme, eine psychoanalytische der gegenwärtigen Kultur, ich sehe sie nicht. Ich halte mich nicht für fähig dafür, aber ich sehe sie auch nicht. Ich wollte noch eine Ergänzung machen zu den Entscheidungsmöglichkeiten bei Buber. Oder im Voraus zu wissen, in welche Situation man sich begibt mit der Immigration. Es gab
in den 20er Jahren einen jüdischen Nationalökonom namens Hans Kohn in Deutschland. Der schrieb 1920, wenn jemals die Juden aus Europa nach Palästina gehen, dann haben sie sich in Palästina zu integrieren. Dann haben sich die Juden in Palästina zu integrieren. Nun bin ich als Deutscher sicher der Falsche, der auf dieses Problem aufmerksam macht, denn der Holocaust, der von Deutschland ausging, hat eine ganze Völkerwanderung Richtung Palästina mit in Bewegung gesetzt. Das moralische Problem ist also gespalten. Eigentlich müsste jemand anderer an meiner Stelle das sagen, aber diejenigen, die nach Palästina gegangen sind, mussten wissen, was dort passiert. Und die Protektoratsmächte, die damals in Palästina waren, hätten es ebenso wissen müssen. Aber sie haben das alles in Kauf genommen. Dankeschön. Dann, wir haben hier jetzt noch die nächste Frage. Ich habe zwei Fragen auf der Stelle zum Herrn Dr. Massawe. Ein Zitat vom Buber, der mit den destruktiven Eigenschaften von Menschen sich vereinbaren lässt. Macht Dank nur ab unter dem Druck einer Gegenmacht. Ist das die Lehre, die wir aus der Geschichte nennen? Da kommt, fällt mir ein, der Schöpfungsakt, wo die Engel zum Gott gesagt haben, würdest du doch jemanden erschaffen, der nur Unfrieden auf Erden anrichtet und Blut vergießt? Und die Antwort von Gott bei diesem Akt war, ich weiß, was ihr nicht weißt, oder ich weiß Bescheid, worüber ihr nicht informiert seid. Und dran, ich glaube, das müssen wir arbeiten. Herr Dr. Saranj hat heute in der Früh, Muslim ist Frieden, abgeleitet vom Frieden, und unsere Aufgabe, Frieden zu stiften. Und in der Hinsicht, glaube ich, es ist unsere Aufgabe, um nicht alles Gott zuzuschieben. Eine Frage, Dr. Reisegel. Von diesem Nafs, Ruh, Darstellung, die Sie nach langer Betrachtung des Koran, kann man nicht ableiten, dass Nafs ist die Verschmelzung oder der Einhauch vom Ruh in die körperliche Schaffung, und wenn das weg ist, dann wieder Ruh sich befreit und kein Nafs mehr da ist. Also Nafs ist Ruh, wenn sie sich vermischt mit dem Körper. Kann man das so sehen? Eigentlich, wo Sie gesagt haben, nach in der Tradition diese Vermischung oder diese Grenze nicht sehr auseinandergehen. Ich glaube, eine genaue Betrachtung würde sagen, Nafs kommt nur in Vermischung mit Körper, Ruh ohne. Das wäre jetzt in der jüdischen Tradition gedacht, ja. Aber nicht in der islamischen. Tradition, aber koranischer. Auch koranisch nicht, weil deutlich ist durch mehrere Stellen, dass das, was wir als Nafs, Mehrzahl, Nufus oder Anfus betrachten, als selbstständige Identitäten gedacht werden und auch so vorgestellt werden. Es wird deutlich gemacht, dass die Urseele Adams zuerst erschaffen ist, dass die anderen Seelen in einem einzigen Schöpfungsakt hervorgebracht sind und dass diese Wesen, die wir jetzt als Nafs bezeichnen, gewissermaßen mit einem Körper vereinigt werden. Darum wird auch, das ist aber keine Verschmelzung. Das muss man deutlich sagen. Das, was wir, das ist interessant als Konzept, auch psychologisch betrachtet. Beseelung, wenn nach christlicher Tradition. Ja, es ist nicht dasselbe. Also es gibt, würde ich sagen, in jeder der großen Religionen, darunter würde ich nicht nur die monotheistischen rechnen, ganz unterschiedliche Konzepte, wie das, was wir dieses seelische Konstrukt nennen, mit dem körperlichen Konstrukt zusammenkommt und wie beides durch den Aspekt der Lebenskraft verknüpft wird. Diese Konzepte sind nicht kompatibel, das muss ich deutlich sagen. Die Begriffe sind kompatibel, deswegen hatte ich auch am Anfang gesagt, die Kürze der Zeit hat es wohl untergehen lassen, die Begriffe können Sie korrelieren. Sie können sagen, Nashama, Nasama. Sie können Ruach sagen. Aber was dahinter steht, die Ideen, die dahinter stehen, sind völlig andere. Interessant war für mich, dass es zwar Ähnlichkeiten gibt, aber das Grundprinzip doch ein anderes ist. Ich wollte einfach nur das chassidische Grundprinzip vorstellen und auf die Ähnlichkeiten in der gesamtsemitischen Tradition, da kommen auch noch andere Dinge hinein, hinweisen. Aber es sollte nicht missverstanden sein. Wenn man in der jüdischen Tradition ist, versteht man darunter,
dass das, was man als Nafash bezeichnet oder Nefesh bezeichnet, eine Grundkraft ist, die allen Dingen zu eigen ist, sei es Stein, Mensch, Engel, was auch immer. Dass aber das, was Ruach ist, eigentlich schon das Individuelle darstellt. Islamisch gedacht wäre es umgekehrt. Eine Lebenskraft steht da, die allen Dingen zu eigen ist, und Nafs ist eine ganz individuell gedachte Kraft, die in sich selbst eins ist. In der jüdischen Tradition kommt das Individuelle erst in der Verschmelzung zwischen Neshama und Ruach zustande. Das denkt man islamisch ganz anders. Es sind also völlig unterschiedliche Konzepte, also da sollte man das nicht verwechseln. Darf ich, ich wurde gefragt, aber ich werde gerne was zu dem, was Sie gesagt haben, eine kleine Bemerkung machen. Ich bedauere es sehr. Ich bedauere es sehr eben, dass sehr viele Intellektuelle in Deutschland meinen, wir dürfen Israel nicht kritisieren, wir dürfen das nicht, wir haben diese Personen ein Unrecht angetan. Und deshalb, es bedeutet nicht, dass man das Unrecht, was dort geschieht, auch passiv beobachtet. Ich bin überzeugt, dass Deutschland könnte eine universale Rolle spielen. Einfach die Juden zu sagen, wir haben euch so vieles Schlimmes angetan. Und euch können wir nur empfehlen, passt auf, hört auf Martin Buber und versucht zu verstehen, was dieser Mann will. Ich denke, nein, Sie sind ein Psychoanalytiker und Sie dürfen sich diese Schuhe nicht anziehen, wenn man ihnen unterstellt, sie sind ein Nazi oder der Sohn von einem Nazi. Ich finde, das ist wichtig, dass wir immer Grenze zwischen uns und unseren Vätern herstellen, um differenzierter mit den Dingen umzugehen. Sonst gibt es diese Wiederholungszwänge, wir werden das wiederholen, was unsere Väter gemacht haben, und dann schimpfen wir gegen die Väter auf der Couch und das bringt überhaupt nichts. Dankeschön, Herr Professor Stöger hat sich gemeldet und es gibt ein paar Wortmeldungen. Ja, ja, also ich meine, eine gewisse Ambivalenz bei Martin Buber war sicherlich gegeben, allerdings muss ich sagen, dass er bereits 31 Jahre vor Israel zu existieren beginnt, bereits auf die Flüchtlingsfrage, auf die Palästinenserfrage aufmerksam macht. Also ich stelle einfach fest, dass sie zweifle so eine gewisse Ambivalenz bei Martin Buber sehr ambivalent beantwortet haben. Aber zu Kollegen Heidegger, als Rosenzweig und Buber die Bibelübersetzung gestartet haben, haben sie ja auch Schwierigkeiten gehabt, die Musikalität der Sprache ins Deutsche rüberzubringen. Und dabei gebrauchte Martin Buber einen Kunstgriff, der recht interessant ist, nämlich wie gehe ich mit Ruach um? Braus, er übersetzt mit Braus. Und einmal, um zu differenzieren, spricht er von Geistbraus und einmal spricht er von Windbraus. Hat er im Grunde die beiden Bilder nur wiederholt, aber das Grundproblem ist ja eigentlich nicht lösbar. Na, sowieso nicht lösbar, aber es ist interessant, wie er mit der deutschen Sprache umgeht. Ja. Braus ist das Flaggschiff sozusagen. Ja, darf ich die Frage, das Wort jetzt an den Herrn Professor Altatsch, Sie haben sich, glaube ich, gemeldet. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Ja, ich hätte eine Frage an Herrn Professor Hirteis. Ich habe in Ihrem Vortrag mehrere also negative oder so dunkle Begriffe gehört im Kontext von Martin Buber, wie zum Beispiel verkümmerte Menschen oder Personenzentren oder strukturschwache Seelen, oder Sie haben von einer Korrekturarbeit gesprochen, Reparaturarbeit, Reparatur, Korrektur, und also das setzt ja eben einen Fehler voraus. Ich möchte eines zur grundsätzlichen Frage stellen. Also das ist eigentlich eine sehr problembehaftete Diktion von Martin Buber. Es gibt ja heute auch andere Ansätze wie Lösungsorientierung, zum Beispiel auch in der Psychoanalyse oder Ressourcenarbeit. Ist jetzt so eine problembehaftete psychoanalytische Sprache
für Sie noch zeitgemäß? Oder haben Sie da auch vielleicht eine Kritik daran? Danke. Meine Kritik hat sich dagegen gerichtet, dass er das, was im psychoanalytischen Prozess passiert und dass er das, was er als psychische Probleme der Menschen ansieht, die in die Psychoanalyse gehen, etwas sehr nachlässig oder, wie ich fand, herablassend behandelt hat. Also könnte man sagen, dafür hat er nicht die richtigen Worte gefunden. Nun hat er nicht immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe also dazugelernt, dass er offenbar große Probleme mit der Jungschen, also mit Jung persönlich hatte und mit der Jungschen Psychoanalyse. Er hat sich natürlich als Religionsphilosoph an ungeheuer vielem gestoßen, was mit der Psychoanalyse in der Theorie auch mit transportiert worden ist. Die Gottesvorstellung, die Mosesvorstellung und so weiter und so fort. Also es hat ganz viele Punkte gegeben, die kommen an dem Punkt nicht zur Sprache, aber es ist sozusagen ein Grundärger bei ihm da. Und der richtet sich gegen die Person Freud und der richtet sich gegen etliches, was Sigmund Freud vor allem im Rahmen seiner Kulturkritik und im Rahmen seiner Theorie zur Analyse geschrieben hatte. Also da gibt es ganz vieles von dem, was den buberschen Idealen, von dem, was in der Ich-Du-Beziehung passiert, nicht entsprochen hat. Und da hat er gemeint, das muss er dann entsprechend auch abwerten. Das war das Problem, das ich hatte. So kann man weder über Patienten noch über den Prozess der Psychoanalyse nicht sprechen. Ich meine aber, dass er etwas getan hat, wovon man auch etwas lernen kann. Wichtig ist es, und das ist auch sozusagen ein Warnruf an die Psychoanalyse, den Patienten nicht zu funktionalisieren. Die Aussage von Freud, er kann mit dem Gesundheitsbegriff nichts anfangen, aber Menschen sollen wieder beziehungsfähig und leistungsfähig werden, könnte leicht in den Geruch geraten, funktionalistisch verstanden zu werden. Bei Freud war offenbar in seinen Behandlungen nicht der Fall. Er war sehr viel lebendiger, als das seine Aussage über die psychoanalytische Technik verraten. Genügt es im Augenblick? Gut, wir haben noch eine Frage. Herr Professor Scharrer, bitte. Also ich gehe noch einmal auf Ruth Kohn zurück und ihr Ungenügen an der eigenen Psychoanalyse, die ja so lange war, ja, und so intensiv, ist eine doppelte. Nämlich das eine, und das ist ja der Grund, warum sie dann von Gegenübertragung spricht, ja, dass sie die Übertragung des Therapeuten oder der Therapeutin, des Klienten auf den Therapeuten sehr, sehr ernst nimmt. Und meiner Ansicht ist das ein Schritt in das Dialogische hinein. Ja, also das heißt, auf jeden Fall wegzugehen von einer Objektivierung des Klienten und die beidseitige Verflochtenheit zu sehen. Und das Zweite, und da treffen sich die Dinge, die vorher besprochen wurden, ist also eine Aussage von Ruth Kohn, wer den Glaube nicht achtet, den frisst er. Wer den Glaube nicht achtet, den frisst er. Frisst er, also isst er. Also der wird Opfer des Glaubens. Ja. Und das ist die Frage, ja, also ob wir nicht genau dort stehen. Nicht? Sie hat ja dann gesagt, sie hat sich abgelöst von der Psychoanalyse und hat gesagt, das, was wir machen müssen, ist Gesellschaftstherapie. Also nicht mehr sozusagen die Einzeltherapie, das hängt dann auch natürlich mit der ganzen Gruppenbewegung, mit der sie bekannt geworden ist, aber diese politische, also der Globe ist ja ist das etwas Politisches natürlich. Nicht? So hat sie ja auch gearbeitet, sie hat ja mit schwarzen, weißen Eltern und so weiter, also an dieser Verständigung. Das waren ja zentrale, generative Themen. Und also ich möchte noch einmal nachfragen, erstens, wie wird es mit der Gegenübertragung in der Psychoanalyse heute gesehen? Also gibt es den Begriff und wie wird er, also Sie haben ein bisschen darauf sachlich, aber den Begriff nicht verwendet, das wäre die Frage. Und das andere ist, ob die Einbeziehung des Globes, also das heißt der gesellschaftlichen und so weiter Verhältnisse in die psychoanalytische Arbeit, in der Situation, in der wir leben, wo der Globe so bedrängend ist, nicht eine Notwendigkeit. Er schickt mich vor.
Ich verstehe die Übertragung gegen Übertragung ganz anders als die meisten Kolleginnen und Kollegen. Ich finde, die Definition von Freud ist sehr, sehr eng. Sehr eng. Und ich finde, eng in vielen Beziehungen, eben wie ein Analytiker den Patienten begegnen soll, gibt er ihn Hand oder nicht, fragt ihn auf der Couch liegen oder nicht, wie verhält sich, wenn der Patient auf der Couch wie verabschiedet man sich, sagt man dem Patienten, also bis Montag, wir sehen uns wieder, oder es ist tatsächlich ein Prozess von Vorsicht und Gegenvorsichtmaßnahmen, die jede Art von Analyse unmöglich machen. Ich finde, der Übertragung gegen Übertragung übrigens ist eine Interaktion zwischen zwei Unbewussten. Das, was die meisten nicht begreifen wollen. Zwei Unbewussten. Ich habe keine Kontrolle über mein Unbewusstsein und das wissen wir. Das heißt, wenn ich reagiere, dann reagiere ich auf das Unbewusste von meinem Patienten und ich versuche gemeinsam mit ihm eine Situation herzustellen, wo eine Verständigung möglich sein wird. Aber was sonst passiert, also diese Äußerlichkeit, von denen Sie reden, auf denen leider sehr viel Wert gelegt wird, für mich haben tatsächlich nie eine große Rolle gespielt. Zum Beispiel meine Arbeit von muslimischen Patienten. Frau kommt, ich frage von vornherein, geben Sie Hand? Nein, auf keinen Fall. Ich bin einverstanden. Ich werde nie eine muslimische Patientin bitten, auf der Couch zu liegen. Ich werde bei meiner Arbeit, und das ist tatsächlich beinahe eine Tabuverletzung, ich fange an zu assoziieren und ich ermutige die Patientin, das zu tun. Plötzlich bewegt sich etwas. So meine Übertragung gegen Übertragung mit einem muslimischen Patienten verläuft ganz anders als einem deutschen Patienten. Daher finde ich, wenn wir die innere Freiheit, die Zivilcourage haben, das zu sagen, was wir empfinden, das ist das Allerwichtigste. Wenn wir die Zivilcourage haben, die Lehre des Unbewussten nicht zu verlassen, sondern ganz konsequent auf diesen Ebene zu arbeiten, aber ein Fenster öffnen, wie Martin Buber das sagt, dann bin ich überzeugt, dass die Psychoanalyse eine ungemeine Einfluss und Bedeutung auch für Menschen und Mitmenschen, das, was ich hoffe zu erreichen durch die Gründung von psychoanalytischen Gruppen und Seminaren in der arabischen Welt. Aber die Übertragung ist ein Phänomen und bleibt das Entscheidendste im Verlauf eines psychotherapeutischen Prozesses. Ich könnte jetzt sagen, Herr Schader, schauen Sie mal hinten nach. Ich habe da hinten ein Buch über den Gegenübertragungstraum liegen. Da finden Sie in der Einleitung auch was zu meinem Verständnis von Gegenübertragung. Und was Sie mit dem Global Phänomen meinen, je nach Fall. Ja, ich kann das Thema nicht hineinzwingen, aber ich habe ein Gespür dafür, wann es auftaucht. Und dann wird es ernst genommen. Ich wollte noch was sagen, weil wir vielleicht so ein bisschen in der Gefahr waren, jetzt an dem schönen goldenen Gewand von Martin Buber etwas zu arg herumzuzupfen. Bei aller Kritik, ich habe versucht, das am Ende meines Referats auch zu sagen, was er mit der Beschreibung kann ich sagen, ich habe Dichtung gesagt, mit seiner Vorstellung, mit seiner Fantasie von der Ich-Du-Beziehung ausgedrückt hat, so etwas brauchen wir als innere Bilder von idealen Verhältnissen. Wir brauchen das als ein Korrektiv. Ich weiß in jedem Augenblick, dass ich nicht dorthin reiche, aber dass eine Sehnsucht besteht, Beziehungen zu haben, die in diese Nähe kommen, das ist unbestreitbar und an dieser Sehnsucht bleibe auch ich hängen, bei aller Kritik, die ich sonst im Hinblick auf das Psychoanalyseverständnis von Buber anzubringen habe. Ich habe noch selber eins. ganz kurz halten. Ja, bitte. Ich möchte nur da noch etwas dazu sagen. Weil ich denke, diese Bilder, die Buber so prägnant gefasst hat, helfen uns, Akzente zu setzen. Wir kennen alle Fragmente einer wirklichen Ich-Du-Begegnung, aber wir werten sie nicht, wir halten sie nicht fest, wir sagen nicht, Herrschaft, das war's, sondern wir lassen es verstreichen und warten, ob es vielleicht wieder passiert und glauben nicht wirklich dran.
daran, dafür könnte Buber uns helfen. Dass wir begreifen, das ist es, worauf es ankommt. Das sind die Nuggets, die wir aus dem Sand graben. Dankeschön. Eine allerletzte Frage. Der Herr da hinten zeigt schon so lange auf. Ich danke Ihnen, danke Ihnen. Guten Abend. Ich heiße Nicolas Brein. Ich bin als Wichtig. Ich bin Jude. Nach europäischen Kriterien, nach Halacha Kriterien nicht, weil ich bin evangelisch, muttermilch Jude. Und ich habe eine neutrale Position und ich will etwas sagen, weil es wichtig ist, es gibt psychoanalytische Leute hier. Und ich will sagen, dass ich habe Meinung, dass jede jüdische Teilnehmer in verschiedenen Veranstaltungen nutzen Chance, propagieren eine aggressive Politik von dieser israelischen Regierung. Auch heute hat er gesagt, Antisemitismus hat keine Änderung. Es gibt Änderung. Archaische Antisemitismus zuerst wegen rituale Morde, Jesus, Tod und so weiter. Heute ist ein Antisemitismus in Bedeutung, Kritik gegen palästinensische Volk in Israel, ja, und bedeutet, muss psychoanalytisch richtig sagen, hat am besten Kenntnisse, was ist Antisemitismus in der Geschichte, was ist heute. Und es ist eine Lösung, muss finden, bei UNO, ja, von Beginn hat eine Genozidakt gemacht, Teilen palästinensischen Territorium für ein anderes Volk. Und was ist heute? 5 Millionen Menschen sind ohne Heimat, ja? Und ohne Kritik, ohne, wo jede Rabbine oder Professor oder Künstler, jede hat direkt oder indirekt Unterstützung für das Regime in Israel. Dürfte ich Sie bitten, Ihre Frage zu stellen? Frage? Wann kann jüdische Intellektuelle beginnen kritisieren dieses Regime. Aber das tun sie doch. Jerusalem. Das hört nur keiner. Die das ist eine gute Frage. Also es ist selbstverständlich und merkwürdig, dass ich als Araber und Moslem einen Teil meiner bekannte Kollegen und Freunde in Schutz nehme. Es gibt in Israel, es gibt tatsächlich in Israel solche Leute, aber sie haben die gleichen Probleme wie ich. Wer wagt, in Israel laut zu kritisieren, wird es nicht gut haben. Ich weiß es von Israel Shahak, ein Professor für Philosophie an der Universität Jerusalem und Gründer der Menschenrechtsorganisation in Israel. Ich weiß das von Analytikern und Analytikern, mit denen ich zusammengearbeitet habe und arbeite. Nun, das Problem ist einfach ist etwas, was wir nicht benennen können. Eine anonyme Angst, die die Juden immer wieder überfällt, wenn Unstimmigkeit existiert. Ich denke, dass weniger Intellektuelle in Israel kritisieren und auch die psychoanalytische Gesellschaft, die ich für eine der besten halte, hat wenig Courage wie die deutsche psychoanalytische Vereinigung, wie die Österreicher. Sie haben sich entschieden, also wir beschäftigen uns nicht mit Politik und ich finde, das ist beschämend. Die Politik macht krank und das ist etwas, was wir in unsere Arbeit mit einbeziehen müssen. Gut, vielen Dank an alle Diskutierenden, an die Referenten.